Was habe ich denn? Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Ja, Herr Kramer, ein Unbeteiligter sieht manchmal mehr als die, die mitten in so einem Fall drinstecken. Was sagen Ihnen die Fotos? Er wirkt. Wirkt es mit den Händen. Wir sagen, er drosselt. Mama? Der Täter hat ihm von hinten das Seil um den Hals gelegt und dann mehrmals fest zugezogen. Sehen Sie hier diese Striemen? Ich bin mir sicher, das hat was zu bedeuten. Ich weiß nur noch nicht, was. Wer sowas macht, der muss doch fürchterlich hassen, oder? Zwei Männer wurden ermordet und wenn ich sie richtig verstehe, haben sie keine Spur. Aber sie müssen doch befürchten, dass das Morden weitergeht. Macht ihnen das keine Angst? Damit müssen wir als Polizisten leben. Und ob das nun wirklich eine Serie ist, wie Ihre Kollegen schon schreiben. Werden wir. Sie haben wirklich keine Ahnung, warum diese beiden Männer sterben mussten? Mama. Der Selbstmord seiner Mutter, das muss furchtbar für den Jungen gewesen sein. Er hat sich hier hängt, kurz nachdem die Ermittlung eingestellt wurde.
Jetzt aber, dass sie mitverantwortlich für ihren Tod gemacht. War ich das nicht auch? Die Ermittlungen wurden nicht auf ihre Anweisungen eingestellt, sondern auf die des Staatsanwalts. Trotzdem wünschte ich, ich könnte es rückgängig machen.